Mal gucken, was uns heute dazwischen kommt. Also unser Plan, das Rateia-Turnier zu gewinnen und danach Tarnberg, vielleicht wieder ein Kerker. Wir werden mal schauen, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Müssen wir das immer mit rumschleppen? Kann doch Yenda behalten. Klopfer bleibt jetzt bei Yenda. Schwert des Longinus will ich verticken. Nasal. Brigantine, edle Kettenhaube ist nicht von uns. Heinrich Zeug, den edlen Hut, den haben wir. Das wollte ich auch noch nachgucken. Anselm, oder? Nee. Schlappen. Modig, die sehen echt scheiße aus. Wir haben edle Stiefel, die kommen weg. Nürnberger Panzerhandschuhe angegrabbelt. Pilgerschuhe behalten wir für den Kuttenberger Heinz. Zwischen Sasa und Ratei. Verziert für Theresa. Ich hoffe, ich nehme das einfach mal an. Und Leiperadel. Vielleicht ist ja gar nicht ihr Geschmack. Dann nimmt es halt als Handtuch. Habe ich auch nichts gegen. Das war's schon. Ist das neu? Hat ein Sternchen dran. Ein Rateibuch. Was über Ratei? Oh. Guck ich mir vielleicht nochmal an. Gut, überladen. Perschek. Oh, wir können auch so schnell gehen. Da hinten. Kauf uns das ab und Wette setzen. Kerkerkreis noch bei drei Viertel. Scheiße, ey. Schönen Tag. Einen schönen Tag. Na, wie geht's denn so? Ich habe hier Dinge, die. Er scheint wieder begeistert zu sein. Aha. Oh, er hat einen Apfel, einen vergammelten. Wo hat er denn den her? 196.000. Er hat auch wieder was. Er hat mir was verkauft und er hat noch nicht wieder verkauft. Verkaufen. Nein, den Schund will ich behalten. Vom Scharlatan. In Warenkorb. Den Spaß. Gambeson. Meißner. Dunkel. Pro Point. Augsburger. Nein. Nürnberger Schulter. Ja. Edler. Unsere Bösser. Gepolsterte Beininger. Ganz schlecht. Komm weg. Longinus. Weg. Wir haben eine auf, ne? Wäre schlimm, wenn nicht. Oh. Okay. Nürnberger Panzerhandschuhe weg, eine Fackel weg. Modische Schlappen, verzierte Reiterstiefel, Dolch zweimal, einmal von dem Typen, den wir hier zum Düngen hingelegt haben. Die Sammlung, nein. Ritter und Silber, weil wir brauchen keine Sporen mehr. Hinter soll es so gut gehen, wie es nur geht, und unserer Last mit dem ganzen Plunder. Nix mit Gewand oder irgendwelche Sporen. Sporen nie wieder. Dietrich, wir haben gar nicht mehr so viele. Wir hatten mal 38. Ich habe, glaube ich, auch welche abgegeben, ne? Egal, das reicht. Oh, 1.300 wieder. 85er Ruf. Reden wir über den Preis. Nun. Damit wir was für den Ruf tun, gehe ich mal ausnahmsweise mal nach unten. Hier. Und. Etwas für die Mühe. Na sowas. Vielen lieben Dank. Absolutes Schlitzohr der Peschek, aber ich finde, so wie es schon in Ordnung. Auch wenn die Sache mit dem Ring, als wir hergekommen sind, auch nicht so toll war, aber es gibt bedeutend Schlimmere als ihn. Wenn er das hört, es gibt bedeutend Schlimmere als ihn. Der schmeißt uns da raus. Nee, wir sind so guter Kunde, der schmeißt uns niemals raus. Okay, ich wollte pennen gehen und dann ab ins Badehaus und ja, dann Turnier. Ich bin gespannt, ob wir mit Handicap reingehen müssen. Kampfesspuren weg, wir wollen ja pennen gehen. Weil wir können gar nicht so lange pennen. 12 Stunden maximal und wir haben ja erst gepennt. Mehr als 9 gehen nicht. Dann ist das halt so. Dann lasse ich jetzt einfach mal die Stunden auch wirklich ablaufen.
Es macht keinen großartigen Unterschied, ob die letzte Stunde jetzt langsam abläuft oder ob man das vorher abbricht. Habe ich das Gefühl, insofern lasse ich durchlaufen. Können wir das Bett hier einfach mal ausbauen? Ich meine, Komfort 50. Woanders gibt es 70er Komfort. Ist doch unser meistgenutztes Bett hier. Können wir nicht auf 100 aufwerten? Gibt es überhaupt 100 Komfortbetten? Vielleicht bei Herrn Harnisch oben? Wir könnten aber mal bei Herrn Hans pennen. Heute findet statt. Peschek muss ja noch. Wette. Peschek aufstehen. Das ist Theresa. Teller leer. Jender da. Das ist zu viel. Peschek, wir müssen auch noch baden gehen. Oh Mann, was für ein Programm. Ich werde es vorher abbrechen. Ob der um 7 aufsteht? Ich probiere es mal um 7.30 Uhr. Energie 99, Sat halt immer noch 94. Ob wir da noch was essen gehen? Vielleicht eine Birne oder so? 3 dann eher. Mal gucken, mal gucken. Vielleicht eine Gurke. Ah, die gibt's ja gar nicht. Oh. Handtuch an der Leiter. Der ist munter. Was für eine Schlafmütze. Ach, was? Nein, hau ab. Upsa. Guten Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Was die Turnier... Freut mich... Njom. Eine schöne... Beenden. Aufgabe begonnen. Nimm am Turnier teil. Vorher aber noch baden und danach wieder, weil Schmutz abwaschen. Ja. Ah, schaut mal, Kerker, halber Kreis noch. Naja. Müssen wir durch? Wer... Wir haben gar keine Leiche getragen. Hat, der kann auch im Kerker übernachten. Was ist dir zugestoßen, sagt die jetzt. Ganz besorgt. Der Herr sei gepriesen. Wie kann ich helfen? Der Herr, sind wir das? Ich möchte... Aha, und was darf's sein? Die ist voll nett. Ein Bart. Du wirst es nicht. Gott behüte dich. Das ist nett. Dankeschön. Selbst nach einem Baden ist der Kerker. Ist die Kerkernachwirkung noch gut da? Ja. Na gut, dann essen wir jetzt noch 2 Äpfel, eine Birne. Oder 3 Äpfel. Oder 2 Birnen, ein Apfel. Oder 3 Birnen. Na, okay, dann essen wir halt nix. Bei der Apotheke gibt es nämlich auch nichts zu essen. Creme, Schenke gäbe es noch, aber habe ich jetzt keine Lust drauf. Ja. Ich wollte ja schnell am Stand was mitnehmen, aber jetzt erst in ein Haus reinlatschen. Nee. Da stand wieder eine Laterne, oder? Miep. Halt, ich muss Jender wieder platzieren. Das ist unser... Größter Kampfesfan. Heute mal in die Sonne. Aber nicht zu nah ran. Oh Mann. Hintern zu dick. Oh, die wollen schon beginnen. Halt, nicht mit dem Champ. Dreifacher Sieger, habe ich mir sagen lassen. Recken der gesamten Provinz ihre Kräfte messen. Psst. Sei gegrüßt. Ich möchte am großen Turnier teilnehmen. Gerne, sofern du das Startgeld aufbringst. Sicher? Hier, bitte. Das schreibe ich mir auf. Heinrich, sagst du? Mann, hat der ein Sieb wie ein Gedächtnis. Oder andersherum. Das Langschwert. Damit kämpfe ich am besten. Gut, mach dich bereit. Du kommst als nächstes. Cool. Lebe wohl. Lebe wohl. Als ob wir jetzt hier sterben würden oder einfach weggehen würden. Der erste Wettstreiter ist
Jira aus Benneschau, genannt Bückling. Jira. Sich als Söldner verdient. Genannt Bückling. Und ihm steht gegenüber Heinrich aus Galitz, aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Heißt die Kämpfer willkommen. Mann, ich freue mich schon wieder so. Endlich wieder ein paar auf die Nuss hauen. Die Streiter haben den Kampfplatz betreten und der erste Zweikampf möge beginnen. Es wird ein Schlagabtausch mit Langschwertern. Ich habe ja vor kurzem mal angerissen, dass ich mir das Leben hier in dieser Zeit, naja, schon vorstellen kann, aber ob ich es jetzt haben würde, naja. Aber was ich ganz gerne können würde, oder was ich mir, damit ich mir ganz gerne die Zeit vertreiben würde, Langschwertkampf, das finde ich echt cool. Nein, ich war dran. Ich erzähl hier und du haust uns nicht. Was, Kontrolle? Nämlich im Kurva. Mist. Ich will auch umhauen. Das macht doch den Spaß. Dafür fliegst du um. Das sag ich dir, wenn ich es hinbekomme. Schädelbrecher, jetzt schon, ist es zu früh. Er blutet schon. Mist. Nein. Von oben rechts musst du außerdem hauen, du Blödmann. Mann. Ja, verdammt. Oh nein. Das, das, das. Jesus Christus. Ja, genau. Der kämpft mit. Geil. Jetzt pieksen. Jetzt noch einen Narbenmacher hinterher. Das hat er sich verdient. Nein! Spielverderber. Ach, da bist du. Stimmt ja. Waffen wechseln für den zweiten Kampf. Unsere Recken kämpfen mit Jagdschwertern. Jenda. Es geht los. Unter die Nase. Und das war's schon wieder. Das war der allerlangweiligste Kampf, du Bückling. Aus Galitz. Mit seinem Sieg in dieser Runde hat er seine Kampffertigkeiten unter Beweis gestellt und erreicht die nächste Runde des Rataya-Turniers. Puppe unter der Nase. Mann, das wird ihm peinlich sein. Zu Recht. Einmal unter die Nase gebohrt und das war's. Aber hey, so können wir wieder eher mit Langschwertern kämpfen. Runde beweist seinen Mut. Heinrich aus Galitz, aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Und mit ihm im Kampfe misst sich Stefan aus Dvoretz, Speerträger aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Oh, zweimal Ratzig Kobilla. Wünschen wir den Wettstreitern Glück. Dann kann es ja nur einen Sieger geben. Hinten schleppt jemand Holz. Dieser erste Kampf wird uns eine schöne Kleinigkeit an Unterhaltung bieten. Es wird ein Schlagabtausch mit Langschwertern. Ich versuche mal duplieren. Gucken, ob das klappt. Bin gespannt. Au. Mist. Nein, ich war doch dran. Okay, vielleicht sollte ich erstmal was anderes probieren. Ah, jetzt habe ich nicht reagiert. Nicht gut. Okay, jetzt fangen. Erstmal wieder ein paar Treffer setzen. Muss ich mal kurz raus. Nein, 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 nein. Nein! Ausgewichen. Oh, wir haben nicht getroffen bei Reposte. Jawoll. Hast wohl genug?
Schnitt. Mist. Oh, das wird ein interessanter Kampf, glaube ich. Ich bin in der Ecke, das ist kacke. Aua, aua. Ausdauer wäre auch nicht schlecht. Au, 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 au. Das war's. Mit der Runde. Wir müssen jetzt schnellstens zur Rande kommen. Ausdauer fast weg. Nein, er war zu weit weg. Mist. Komm, 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 komm. Mist. Er muss doch jetzt aufgeben. Jetzt, sofort. Berserker, jetzt geht's ab. Ja, in die falsche Richtung, oder? Auch nicht. Doch, jetzt war's das für uns. Nicht, doch. Scheiße, ey. Zu viel mit Kombinationen gespielt, schätze ich auch. Scheiße, jetzt will ich gerade angreifen. Da greift er auch an. Zum Glück ging es nicht schlecht aus. Kaum sah es für uns kacke aus, habe ich angefangen, richtig durchzugehen und ihm ein paar saftige Schläge zu setzen. Bloß leider haben wir zu viel vorher abbekommen. Okay, der Kampf wird mir eine Lehre sein, sage ich mir. So, vielleicht können wir es noch drehen. Vielleicht klärt das noch. Nein, der will immer noch weitermachen. Komm, jawoll! Das war, ich will mich nicht selbst loben, aber ich fand das jetzt meisterlich. Das sieht scheiße für uns aus und wir greifen voll durch. Er könnte schon den Sieg bedeuten. Die Teilnehmer werden sich mit Kriegshammer und Schild bekämpfen. Das Holz fliegt. Los. Ja. Verdammte Scheiße. Oh oh. Oh. Diesmal wirst du nicht so viel Glück haben und uns so viel Schaden machen, denke ich. Er wird nicht so viel Glück haben. Ist auch voll passend, oder? Ah, Mist. Das Pieksen habe ich nicht erkannt. Au. Oh. Oh. Ich glaube, der Kerker wirkt wirklich noch gut nach. So viel Schaden hätte ich den Mist. Unglaublich. Ach, das war's schon wieder. Ich wollte gerade zuschlagen von oben. Schaut mal, wir können da rumlaufen. Das ist selten. Mit seinem Sieg in dieser Runde hat er seine Kampffertigkeiten unter Beweis gestellt. Und erreicht die nächste Runde des Rataya-Turniers. Okay, ich werde mir gar keine Spielchen erlauben. Ich werde halt einfach zu sehen, dass wir den Kampf schnellstens gewinnen. Keine Spielchen, egal ob mit Langschwertern oder nicht. Heinrich aus Galitz, aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Und mit ihm im Kampfe misst sich Richard, Bogenschütze aus der Garnison von Herrn Divisch von Talmberg. Oh, Talmberg. Kämpfer willkommen. Der Richard. Okay. Alles ist bereit für den ersten Kampf. Es wird ein Schlagabtausch mit Langschwertern. Was ist los? Keine Eier mehr. Schwätz nicht so viel, mach lieber was. Verflucht. Oh. Okay, er hat nicht angegriffen, Schwein gehabt. Und die Delle da oben auf dem Helm von vorhin.
Oder die kamen nicht von gerade eben, oder? Vom... Oh, Angriff vorhin meine ich. Oh nein, er piekst uns auch. Schwert runterhalten, ich will am meisten sehen, indem ich was sehe. Nicht zu viel wollen, aber auch nicht zu zaghaft sein. Mist, wollte ich gerade angreifen. Oh. Die erste Kampfrunde ist beendet und der Sieger ist Heinrich aus Galitz. Schaut mal, wer da ist. Boah, die Waffe. Wir haben auch sowas. Mit Axt und Schild. Mit Axt. So. Leck mich doch! Klöpf. Die Hühner gackern. Auf dem Oberarm gepiekst. Wie, noch nicht vorbei? In die Nase? Pieks, Sadist. Ey, so nicht du. Doch länger durch als gedacht mit Schwert und in dem Fall jetzt Axt. Schwert und Axt, schon wieder Schild und Axt. Gewonnen. Und siegreich beim zweiten Kampf war Heinrich aus Galitz. Vierfacher Meister. Und Jenda ist auch da. Hochverehrte Edeleute und Bürger, dies war der letzte Kampf des heutigen Rataya-Turniers, für das wir alle Herrn Hanusch von Leiper unseren Dank schulden. Der Ruhm gebührt dem Sieger Heinrich aus Galitz, Waffenknecht im Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Unser gütiger Herr Hanusch wird ihm seinen Preis übergeben. Preis übergeben. Oh, synchron über die Bank steigen, aufstehen. Wie schwierig das anfangs noch war, na, weil es auch neu war und... Mir hat doch etwas die Übung wieder gefehlt, aber großartig stärker sind wir nicht geworden, weil Stärke ist immer noch so, wie sie ist. Ah, hier ist er schon. Heute geht's mal schneller. Und? Jawohl, Plattenbeinlinger. Danke. Hab vielen Dank. Nimm das. Ich hab sogar richtig gelegen. Plattenbeinlinge gleich mal angucken, aber in der Sonne. Da hinten Sonne. Jenda, mitkommen. Wir gucken uns unser Zeug an. Nee, wir gehen da hinten hin. Bei den Hühnern. Die dürfen mitgucken. Auf dem Haufen. Batz. Hinder, komm, gucken. Da muss ich auch denken, was für ein komischer Vogel, da geh ich lieber weg. Hinder, wir gucken uns die Plattenbeinlinge an. Hm, sind denn? Da sind sie ja schon. 19er, oh. Ist das Stoff? Sieht aus. Sowas wie goldene Schuhchen, schau mal hier, ne? Finde ich jetzt aber nicht so schön. Da finde ich die goldenen schlechteren Augsburger besser. Ja. Aber gut, wir haben einen weiteren Satz und irgendwann werden wir komplett sein. Und das habe ich eben vor. Ach, Jenda, du bist fein. Gut, dann hätten wir das. Ich guck nochmal kurz, wie sieht unsere Rüstung aus? Nicht groß angegrabbelt. Machen wir zur Not selbst. Jetzt geht's wieder nach Tarnberg. Halt, Wette abholen, bevor es vergisst oder das Geld anderweitig ausgibt. Ja. Weg. Boah, aber das war ein tolles Turnier. War eben dieser eine Kampf. In Runde 2. Also gegen den zweiten Gegner in der ersten Runde.
Komm, sieht's für uns scheiße aus. Fallen wir aus der Haut. Cool. Aber auch irgendwie schade, dass das Turnier gar keine große Herausforderung mehr ist. Man könnte da mit einem etwas... Gehe ich da eigentlich hin? Mit einem etwas schlechteren Heinrich da antreten. Na, Boss! Schönen Tag. Aber man wird ja automatisch besser. Ich will mein Wettgewinn. Na schön. Hier ist dein Geld. Verflucht. In etwa einer Woche ist das nächste Turnier. Gibst du mir die Chance, meine Groschen zurückzugewinnen? Vielleicht. Aber Dank. Natürlich. Möge Gott mit dir sein. Um bei der gleichen Wortwahl zu bleiben. Gut. Kerkeraufenthalt wirkt noch nach. Ja. Sei es drum. Auf geht's. Wenn wir angekommen sind, ist es vielleicht schon dunkel. Wieder dunkel. Ich versuche es aber als nächstes erstmal bei Tag. Das Problem ist bei Tag, vielleicht hat die Betty das wirklich dabei. Aber vielleicht liegt das ja wirklich irgendwo rum. Wenn er sagt, er hat es verloren oder eben vielleicht nur verlegt. Naja, wir bleiben dran, denn ich habe den nächsten Anhaltspunkt für eben dieses Bruchstück und ja. Was bleibt uns anderes übrig? Ich meine, es fehlen noch zwei Bruchstücke und eins wissen wir, also müssen wir dem als erstes nachgehen. Bin mal gespannt, ob ich noch drauf komme, wo das letzte Stück sein könnte. Entweder habe ich irgendwas noch nicht bedacht oder übersehen. Oder es gibt da irgendwie einen anderen Kniff, wie man drankommt. Mal gucken. Der eine Kerker ist noch nicht ganz vorüber über uns hinweg. Und schon kommt der nächste, das wär's. Das Problem ist, zum Umsehen brauchen wir Nacht, wenn wir uns in dem Haus umsehen wollen. Nee, wir brauchen Nacht, wenn wir auch Bettys Taschen durchsuchen wollen. Weiß gar nicht, ob ich das beim letzten Mal gemacht habe, als die da lag. Da war sie alleine da. Das war direkt neben dem Gerber, das erste Haus, ey. Aber ich finde es, wie gesagt, auch etwas schade, dass das Turnier uns mittlerweile so leicht fällt. Klar, der Höhepunkt in Kampf 2 oder beim Gegner 2 in Kampf 1, das war toll. Ein unvergesslicher Moment, aber... Hader? Sieh mal an! Für einen Augenblick Gehör. Ich meine, wir haben gerade erst, aber der reisende Ritter, gerne doch. Nicht nur wegen der Belohnung, der ist voll nett. Hader! Kannst du etwas Zeit erübrigen? Ja, wasch dich mal. Dein Helm sieht aus, du. Wir sind uns schon begegnet, oder? Mann, sind wir schick. Das sind wir. Und du hast mich im Kampf bezwungen. Ich verlange Genugtuung. Einen gut geschützten Helm hat er. Was wollen wir setzen? Ich nehme an. Warum nicht? Ich kann etwas Übung gebrauchen. Ausgezeichnet. Wir haben gerade erst gewonnen. Ich sehe, du hast Schneid. So legen wir los. Nicht schlagen, wenn er uns den Rücken zudreht. Oh Moment, wo steht denn Gaudien da? Hinter uns. Na, sag doch nicht sowas. Das machen wir doch nicht, sowas. Hier einen umbringen. Das ist echt mal. So ein Dreck. Mist. Ich will duplieren versuchen. Mist. Ich sollte nicht dreimal an der gleichen Stelle anfangen zu schlagen. Ja, sammle deine Kräfte. Du bist. Das wäre, wenn wir jetzt hier verlieren würden. Mist. Er wird getroffen und setzt gleich so zum Gegenschlag aus. Beim nächsten versuchten Schlag von uns. Fies. Der hat's drauf. Nein. Jesus. Ha.
Es hat geblutet, aber wie ist das Schwert denn da jetzt durchgekommen? Gott verdammt. Naja. Ich versuche nochmal umhauen. Klappt auch auf Anhieb. Batz, da liegt er. Was? Oh Mann. Können wir wieder eine Finte probieren? Boah. Ah, zu weit angreifen. Dopeachy! Ich hackte. Was? In Stücke oder was wollte er sagen? Ich hab's oben nicht gelesen, aber er hat "Ich hack" angefangen. Schon wieder. Ja, von unten links, aber so beginnt der Narbenmacher halt. Mist. Scheißkerl! Mist, zwei Jack. Spannender Kampf als der Finalkampf vom Rataya-Turnier. Jawohl, drei Kombinationen hinbekommen. Der reisende Ritter muss mal beim Turnier teilnehmen. Das wäre cool. Warum macht er das nicht? Oh, schade. Wird gerade die nächste Kombination starten. Du hast ehrenvoll gewonnen. Ein Kampf zwischen Ehrenmännern. Hä, was? Du rennst. Gibt uns keine Brigantine. Was ist mit dir kaputt? Die sind eben ausgegangen, oder wie? Oh Mann, du. Ich finde ihn trotzdem noch in Ordnung. War das jetzt ein Spielfehler oder gibt er nie wieder was, weil er nichts mehr hat? Egal, die Kämpfe mit ihm machen Spaß. Ja. Sagt auch Heinrich. So, hier ist der Wegweiser. Aber das ist halt allgemein ein Spiel, ein Spiel im Problem, falsch. Das ist allgemein ein Problem in Spielen. Es gibt halt irgendwann, oder hier gab es den Grad ja schon ziemlich früh, es gibt halt immer irgendwann den Punkt, wo es zu einfach wird. Wo man sich dann selbst vielleicht Einschränkungen auferlegen muss, damit das Spiel nicht zu einfach wird. Ich sag nur, wir kämpfen gegen mehrere. Was mache ich immer? Ich schwinge mich auf Yenda und feile die einzeln ab, bis nur noch einer übrig ist. Und ja, dann haben wir das auch gepackt. In dem Spiel gibt es keine anderen Gegner, die auf Pferden herumreiten. Wäre ja was anderes, wenn die uns hinterher reiten würden. Oder wenn die uns vermehrt mit Bogenschützen entgegnen, wenn wir uns aufs Pferd schwingen. Das war ja auch nicht so einfach, als wir hinten mit Kuno in dieser, ich sag mal, Senke waren, wo es den Hinterhalt gab. Der Jackel-Hinterhalt. Da die ganzen Bogenschützen abzugreifen, das war erstmal auch nicht so einfach. Hat dann zwar auch funktioniert, aber eigentlich bist du richtig am Arsch, wenn dir fünf Leute gegenüberstehen. Selbst zwei ist schon ein starkes Stück. Und bei sowas muss das Spiel halt einfach irgendwie was drauf haben, damit der Spieler einfach sich zweimal überlegt, ob er jetzt das macht, den Kampf fortsetzen oder eben das Weite sucht. Es wird ja auch im Hauptmenü oder im Ladebildschirm empfohlen, wenn dir mehrere entgegenkommen, dann reiß lieber aus. Nix da. Wir sind wieder da. Wer noch? Jetzt einfach nach Sasau quartiert, ey. Verfrachtet. Wie so ein Vieh. Ich guck erstmal so. Na? Jetzt kommt der Typ schon wieder und geht einfach so in mein Haus rein. Ich glaub, sagt. Liegt hier irgendwo ein Bruchstück. Och, wer sagt denn sowas? Da ist seine Fackel wieder. Ist seine Angel oder was? Ich glaub, das ist seine Angel. Weil da vorne hängt nichts dran, aber
Ich glaube, der geht da hinten immer angeln. Nachts? Komisch. Ja, er mag es nicht, dass wir gerade hier sind. Kann ich ja irgendwie verstehen, aber kann er bitte mal abhauen? Ich glaube, Betty ist nämlich gerade nicht da. Da kann man durchgucken. Da schon wieder. Was war das denn? Ja, ist irgendein Grafikbug in deinem Haus. Sieht man aber nur, wenn man sich bewegt, wenn man auf die Stelle geht. Man muss in der Bewegung sein. Naja. Muss mich getäuscht haben. Ja. Ich liege das Bruchstück hier irgendwo draußen auf dem Weg. Sehr, sehr. Was mich jetzt mal interessiert, wie ist unser Ruf hier bestimmt am Arsch? Tamberg. Da. 63 geht eigentlich noch. Mit Edgeko 16. Kunuslager 98. Samopesh 100. Merhoyet, das verstehe ich halt nicht so ganz. Ist mir da irgendwas entgangen? Neuhof 100 und Pribislavitz 100. Uschütze sieht auch gut aus. Ratai, ah gut, die Wachen mögen uns nicht. Händler, die Bürger, weil wir aus Skalitz kommen und da alles belagert haben mit unseren Freunden. Die Landschaft mag uns nicht. Waffenknechte, ja. Das sind halt die, die wir ständig irgendwie hier zuleppen. Und den Vranik gibt es ja eigentlich niemanden. Ob die lange Angel immer noch da steht? Sieh mal einer an. Steht noch? Tür offen? Mhm. Betty ist nicht da. Hier gab es auch keine Truhe. Noch was zu futtern. Gut. Mehr wollte ich ja gar nicht. Mann, ey. Der macht nur ein Schläfchen, oder? Den haben wir hoffentlich nicht zusammengetreten, als wir hier rumscharwenzelt sind mit der Wache. Der schläft nur. Ich meine, wir bewegen uns auch, weil wir atmen, aber ich meine, ich erkenne da eine Atembewegung bei ihm. Wer ist da? Ja, der Hund. Hey. Du schon wieder, sagt die sich bestimmt. Gut, hätten wir das auch. Und jetzt muss ich halt dann irgendwann mal überlegen, das mache ich abseits der Aufnahme, ob mir noch irgendwas einfällt, wo hier was sein könnte. Und ja, sehen wir mal. Eigentlich waren wir ja wegen des Schatzes auch hier, ne? Nachts können aber böse Buben uns überraschen, weil wir sie nicht rechtzeitig sehen. Und generell sehen wir auch weniger. Ne, wir warten, bis Tag ist. Ich schenke es weiter rechts. Bruchstück gefunden. Mann, es hätte so einfach sein können. Ich hätte gar keinen umhauen müssen. Und ich jetzt schon beim ersten Mal bemerken können, dass da was liegt. Die Schatzkarte dabei. Der Schenke oberhalb von Ratai, das habe ich mitbekommen, aber das Bruchstück nicht. Ist wieder zugeschlossen. Nun gut, nun gut, nun gut. Fast 22 Uhr. Also wir haben noch zwei Wallcheck. War das zwei? Wir haben drei in der Tasche und eine davon ist schon gelöst. Dann haben wir noch zwei uralte Sachen. Und zwei normale Schatzkarten. Dann noch die Saba-Quest. Natürlich Pfarrer Godwin anquatschen wegen Drahomira und dem Geist. Mit dem Läusel und der Lara. Ansonsten die ganzen Nebenaktivitäten und natürlich viele Schatzkarten, die erstmal gefunden werden müssten. Und dann die beiden Mädels, Johanka und Theresa.
Da werde ich erst die Quest bei Johanka angehen und dann, ja, wie es sich gehört, das Beste zum Schluss, Theresa. Mit dem Hund und mit hier mit uns beiden das nochmal anquatschen. Ach, das wird bestimmt toll. Hoffe ich auf jeden Fall. Hoffentlich versäumen wir es nicht. Was war das? Hier hängt was runter. Ich dachte, wir haben einen Säbel in der Hand. Das sah irgendwie so aus. Na gut, dann machen wir erstmal ein kleines Päuschen bei Musik. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.